Linken in Berlin herzlich begrüßen. Zunächst wird der Parteivorsitzende der Linken, Bernd Rixinger, sprechen. Im Anschluss der Vorsitzende der Europäischen Linken, Pierre Laurent. Und als Dritte wird Marie-Therese Mohler, Vizepräsidentin, das Wort an Sie richten. Ich möchte hiermit das Wort an Herrn Rixinger übergeben. Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich... Moment, ich muss das anmachen. Genau, anmachen. Ich sollte es auch anmachen. Ich darf Sie auch ganz herzlich zur Pressekonferenz begrüßen. Selber freue ich mich sehr darauf, dass ich heute Nachmittag den 5. Kongress der Europäischen Linken hier in Berlin eröffnen darf. Die Europäische Linke wurde 1999 gegründet. Damals kamen 13 europäische linksgerichtete Parteien in Paris zusammen und verabschiedeten den ersten gemeinsamen und an alle Menschen in der EU gerichteten Aufruf zur damaligen Europawahl. Schon damals waren es gemeinsame Ziele und Schlüsselideen, ein soziales, ökologisches, demokratisches und friedliches Europa für ein solidarisches, friedliches, ökologisches und demokratisches Europa einzustehen. Heute haben sich der Europäischen Linken 32 Parteien angeschlossen und kämpfen gemeinsam für einen politischen Wandel und für eine andere Politik in Europa. Ohne Zweifel findet der Kongress in einer Zeit statt, in der große Umbrüche in Europa und insbesondere in der Europäischen Union stattfinden. Die Europäische Union befindet sich nach unserer Einschätzung in der größten Krise seit ihrem Bestehen. Und man hat das Gefühl, dass diese Europäische Union aus ihrem Krisenmodus gar nicht mehr herauskommt. Insbesondere in der Krise steht das neoliberale Projekt der Standortkonkurrenz, des Sozialabbaus und der prekären Arbeit. Ein Projekt, für das insbesondere auch die deutsche Bundesregierung unter ihrer Bundeskanzlerin Merkel steht. Wir erleben gerade, dass der griechische Ministerpräsident und stellvertretende Vorsitzende der Europäischen Linken, Alexis Tsipras, in Deutschland ist. Er wird auch auf diesem Kongress anwesend sein. Man muss sich nur vorstellen, dass der deutsche Finanzminister und die deutsche Regierung der griechischen Regierung verbieten will, 340 Euro Rentenzahlung im Durchschnitt an die griechische Bevölkerung auszuzahlen, nachdem die griechische Bevölkerung am meisten in ganz Europa unter der Austeritätspolitik gelitten hat und unter der neoliberalen Politik gelitten hat. Wir verurteilen diese Politik der deutschen Bundesregierung auf das Heftigste. Es ist ein unzulässiger Eingriff und man hat den Eindruck, dass nach der Brexit-Entscheidung in England, nach dem Heraufkommen massenhaft rechtspopulistischer Parteien und Gruppierungen, die europäische Elite und insbesondere die deutsche Bundesregierung den Schuss nicht gehört hat. Sie haben den Eindruck, sie können genauso weitermachen wie seither, obwohl doch diese Politik jämmerlich gescheitert ist. Obwohl die Europäische Zentralbank die Märkte flutet, stagniert die Wirtschaft. Millionen Menschen in Europa finden keine Arbeit. Die Jugendarbeitslosigkeit in manchen Ländern beträgt 30 bis 60%. Was wollen die europäischen Eliten dieser Jugend erklären, welche Zukunft denn die Europäische Union und die Europäische Gemeinschaft haben soll? Es ist eine große Herausforderung für die Europäische Linke, dass wir überall in ganz Europa den Aufstieg rechter Hetzer, rechtspopulistischer und neofaschistischer Kräfte erleben. Die Rechten mobilisieren Wut über eine Politik, die die Interessen der Arbeitenden mit Füßen tritt, aber sie haben keine Lösung für diese Probleme. Im Gegenteil, sie hetzen und machen Stimmung gegen Migrantinnen, Muslime und gegen die Errungenschaften der Frauenbewegung. Ich glaube, die Linke muss deutlich machen, dass sie klare Alternativen sowohl zur neoliberalen Politik der Europäischen Union, ihrer Regierungen hat. Diese Alternativen bedeuten heute
Eine Wirtschaftspolitik, die den Wohlstand der Mehrheit der Bevölkerung vermehrt, die die Massenarbeitslosigkeit bekämpft, die die Austeritätspolitik beendet und für Europa ein großes Investitionsprogramm in öffentliche Infrastruktur, in die öffentliche Daseinsvorsorge bereithält. Also geradezu das Gegenteil von dem, was gemacht wird. Insbesondere Deutschland muss seine extrem exportorientierte Wirtschaftspolitik mit gewaltigen Export- und Leistungsbilanzüberschüssen aufgeben. Das ist eines der größten Probleme der Europäischen Union. Wenn ein Land dauerhaft gestützt auf hohe Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft, aber eben auch auf niedrige Löhne und zu niedrige Investitionen, die anderen Ländern in die Defizite drängt, werden wir keinen Ausweg aus dieser Krise finden. Also wir sind uns auch als Deutsche Linke sehr bewusst, welche Verantwortung Deutschland für die weitere Entwicklung in Europa trägt. Und dazu ist eben ein grundsätzlicher Politikwechsel notwendig. Die Europäische Linke ist entschlossen, das Feld nicht den Le Pens, den Hofers, den Orbans und den Petris zu überlassen, die nur menschenverachtende, nationalistische und fremdenfeindliche Alternativen anzubieten haben. Wir werden heute in Berlin ein gemeinsames Dokument beschließen, das im Kern ausmacht, wir sind für ein friedliches, demokratisches, ökologisches und vor allen Dingen sozial gerechtes Europa. Dafür braucht es eine starke Europäische Linke. Danke. Maintenant, c'est Pierre. À vous. À toi. Bien, bonjour. Combien, excusez-moi, comme vient de le dire mon ami Bernd, le congrès, le cinquième congrès du Parti de la gauche européenne qui va s'ouvrir cet après-midi à Berlin est un congrès extrêmement important, qui se tient dans une situation de crise historique de l'Union européenne et de l'Europe tout entière. Et nous considérons que la voie qui est poursuivie aujourd'hui avec acharnement par les forces dirigeantes européennes est une impasse profonde. Les sociétés européennes sont fracturées par les politiques d'austérité, certaines sont mises à genoux. La pauvreté et le chômage s'étendent dans toute l'Europe sans espoir de solution si les politiques actuelles ne sont pas remises en cause. Cette crise n'est pas seulement économique et sociale, c'est désormais une grave crise politique qui provoque le chaos dans de très nombreux pays européens. Et les gouvernements qui s'obstinent à maintenir ces politiques sont sanctionnés les uns après les autres dans toute l'Europe. Nous avons donc besoin, les peuples européens ont besoin d'une alternative progressiste, d'une alternative solidaire, d'une alternative qui retrouve le sens du progrès social. Et c'est cette alternative à laquelle le document politique que nous allons adopter dans le Congrès appelle. Notre document se prononce en faveur d'un nouveau mode de développement pour l'Europe, qui soit un mode de développement qui réduise les gâchis de la finance et qui utilise les immenses richesses disponibles sur notre continent au service du développement social, au service de l'égalité de tous les citoyens européens, au service de l'égalité femmes-hommes, à un moment où les droits des femmes sont attaqués violemment dans de nombreux pays européens. C'est une Europe qui sait et saura accueillir les réfugiés des guerres du Moyen-Orient et saura dialoguer avec le monde autrement que par les armes. Et c'est une Europe qui sera capable de stopper la progression extrêmement inquiétante des idéologies racistes, xénophobes, qui gagnent
non seulement évidemment les forces d'extrême droite d'Europe, mais aussi une part croissante des forces de droite qui se radicalisent dans toute l'Europe. Donc notre document politique et l'appel que nous allons lancer, comme vient de le dire Bernd, est l'appel pour un nouveau projet européen. Le moment est venu de refonder le projet européen sur des bases solidaires pour construire une Europe véritablement sociale, démocratique, écologiste, une Europe qui sache réinventer un avenir de progrès et d'humanité pour les peuples européens et pour les peuples du monde. Et d'ailleurs, nous accueillerons de très nombreux invités venus de l'ensemble du monde, singulièrement d'Amérique latine, puisque nous avons tenu à la veille de ce congrès un séminaire de travail très important entre les forces de la gauche européenne et l'ensemble des forces de gauche d'Amérique latine. Et c'est un message de solidarité internationale qu'enverra ce congrès. Et enfin, le congrès lancera un appel à la constitution, à la construction d'un grand forum européen annuel qui pourrait rassembler l'ensemble des forces démocratiques, sociales, citoyennes, syndicales, politiques de la gauche européenne. Depuis 3 ans, nous avons multiplié les initiatives en ce sens pour faire converger les forces démocratiques et de gauche et créer une alternative au populisme d'extrême droite et au cours libéral actuel de l'Union européenne. Et nous voulons désormais que ce travail de convergence soit permanent. Et nous allons proposer au lendemain du congrès à l'ensemble des forces de gauche démocratique et progressiste d'Europe la création d'un forum qui pourrait se tenir annuellement et permettre d'organiser ces luttes communes dans toute l'Europe, comme nous venons de mener des luttes contre les traités, le traité de libre-échange dont les négociations sont actuellement stoppées grâce aux mobilisations qui se sont développées, comme nous développons des batailles communes pour les revendications sociales et l'harmonisation des droits des travailleurs vers le haut dans toute l'Europe, comme nous le faisons pour le respect des souverainetés des peuples. Et je voudrais m'associer à ce que vient de dire Bernd et protester violemment contre l'attitude du ministre des Finances allemand Schäuble, qui prétend interdire au Parlement grec l'adoption de lois sociales et qui prétend amplifier à nouveau le chantage financier à l'égard de la Grèce, qui a tant souffert des politiques d'austérité. Et nous demandons que l'Union européenne cesse ce chantage et laisse la Grèce respirer, laisse la Grèce retrouver des voies pour un développement social de son pays. Et c'est une exigence qui résonnera évidemment fortement dans ce congrès. Donc le congrès du Parti de la gauche européenne va marquer une nouvelle étape dans le développement d'un parti qui ne cesse de s'élargir à de nouvelles forces et qui va, avec l'initiative du Forum progressiste européen que nous allons lancer, ouvrir encore les frontières du rassemblement progressiste que nous avons commencé à construire il y a maintenant plus de 15 ans. Recht herzlichen Dank. Damit übergebe ich das Wort an Marie-Therese Mohler, Vizepräsidentin der EL. Buenos días. Yo me sumo a lo que han dicho tanto Bernie Singer como Pierre Laurent, por tanto no voy a repetir. Solamente quisiera añadir un par de cosas más. En primer lugar, desde luego, mi felicitación más extrema al partido Die Linke por habernos organizado un congreso tan importante y tan interesante y además en un momento crucial. Está muy bien hacerlo en Alemania.
Yo creo que sí, que era muy importante lo que decía Pierre sobre el tema de esa conferencia que hemos tenido con los partidos de América Latina, porque en un mundo globalizado por el capitalismo está muy bien la lucha internacionalista, porque no es suficiente que en Europa trabajemos juntos, tenemos que trabajar con más ámbitos, es imposible solamente en Europa. Pero lo que quisiera añadir sobre todo a las dos intervenciones es que realmente el objetivo fundamental, yo diría, del Congreso es que el Partido de la Izquierda Europea sea un partido útil. Pienso que es importantísimo pasar de ser un partido coordinadora de partidos, donde vamos los partidos, nos contamos nuestros problemas y luego nos marchamos, a intentar ser un partido útil. Y para ser un partido útil sería muy importante que los partidos que estamos en el Partido de la Izquierda Europea ocupemos dos cosas, las instituciones y las calles. Los partidos de la izquierda tenemos que gobernar, es muy importante que lleguemos a los gobiernos. En España estamos en una situación muy interesante con Unidos Podemos, que hemos llegado a tener casi un 22% de votos en las últimas elecciones. Yo creo que ese tiene que ser el camino de intentar con todas nuestras fuerzas llegar a los gobiernos, porque para ser útiles tenemos que gobernar, pero sin olvidarnos de que está la calle al lado, porque un partido que llega al gobierno de izquierdas y no es capaz de ocupar las calles tendrá problemas. Por tanto, y termino, es importantísimo lo que se planteaba del foro, es fundamental porque ese foro es el que nos tiene que servir con movimientos sociales, feministas, sindicatos, y sin ningún afán de ocupar nosotros el protagonismo del foro, de ser capaces de hacer una transformación social. Yo creo que el Partido de la Izquierda Europea está en condiciones de hacerlo y me alegro mucho que sea en Berlín donde vayamos a tomar estas decisiones. Gracias. Recht herzlichen Dank. Jetzt wäre die Gelegenheit für Fragen.